Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Es sind diese drei Spiele geworden. Es ist zeitlich momentan nicht möglich, nicht anders möglich. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, tut mir leid, aber ich will zumindest irgendwas bringen und es nicht komplett ausfallen lassen. Deswegen sind es momentan in der Regel nur drei Spiele. Nehmt es mir nicht krumm, genießt trotzdem die Spiele, die da sind. Denkt auch dran, es ist nur eine Prognose. Und hat nichts mit der Realität zu tun. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's mit Dortmund gegen Stuttgart. Der VfB Stuttgart ist wieder zurück im Geschehen, konnte das erste Mal in der Liga gewinnen und setzte sich auch im DFB-Pokal beeindruckend durch gegen Bielefeld. Borussia Dortmund trotzdem der Favorit nach der Liga-Niederlage gegen Union Berlin, folgte ein lockeres Weiterkommen gegen Hannover 96, auch wenn es hier und da etwas schwierig wurde. Adeyemi hier mit dem ersten Abschluss, er sah ja noch die rote Karte kurz vor dem Ende im DFB-Pokal, aber am Ende war es doch ein souveränes Weiterkommen. Stuttgart aber nicht so machtlos wie möglicherweise erwartet. 16. Minute, der Schock für den BVB, Karasor mit dem 1:0. Von Sosa nochmal quergelegt, Kobel ist chancenlos. Der musste ja ein, zwei Mal gegen Hannover richtig zupacken. Kurz vor der Pause aber nochmal Bellingham mit diesem Geniestreich. Adeyemi noch etwas glücklos. Das muss eigentlich der Ausgleichstreffer sein. So ging es mit dem 0:1 erstmal in die Pause. Enttäuschend, ja, aber noch lange nicht vorbei und immer noch Zeit genug, das Ganze umzubiegen. Und Dortmund arbeitete am Ausgleich. Wieder Bellingham und wieder Adeyemi. 55. Minute, der Ausgleich war eigentlich lange überfällig. Doch entweder Müller war da oder Dortmund verzog selber. Ganz knapp. Dortmund machte eigentlich ein gutes Spiel, es haperte aber an der Chancenverwertung. Es war fast eigentlich nur das Spiel des Adeyemi gegen Florian Müller. Dortmund schaffte es aber einfach nicht, diesen Schlussmann zu überwinden. Müller, ja auch immer für den ein oder anderen Patzer gut, hier machte er ein richtig gutes Spiel. Vielleicht das beste Spiel bislang der Saison. Brandt, Moukoko und wieder Müller. Die Zeit wurde knapper, bereits die 83. Minute angebrochen. Es sollte irgendwie nicht sein. Bis tief in die Nachspielzeit ackerte der BVB am Ausgleich. Und das wäre ja auch schon eigentlich zu wenig. Trotzdem Brandt schaffte es auch nicht. 4. Minute der Nachspielzeit. Müller, der Mann des Spiels, bringt dieses 0:1 über die Ziellinie. Das Spiel hätte nach Expected Goals klar an Dortmund gehen müssen, aber so läuft das eben nicht im Fußball. Am Ende muss man treffen, das tat nur Karasor, so verliert Dortmund unglücklich 0:1. Borussia Mönchengladbach musste sich aus dem Pokal verabschieden, unglücklich ging man als Verlierer vom Platz gegen Darmstadt 98. Eintracht Frankfurt kam weiter, auch zuletzt in der Bundesliga lief es richtig gut und jetzt wollte man in Gladbach die nächsten drei Punkte einsammeln. Es klappt ja gegen gute Teams häufig besser bei der Eintracht. Hier muss Lindström das 1:0 einfach machen. Er schafft es aber nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Halbe Stunde gespielt, dann auch mal Borussia Mönchengladbach vorne vorstellig. Und wie? Julian Weigel, der Kevin Trapp testet aus knapp 15 Metern. Aber der Ball zur Ecke abgewehrt. Aus der resultierte nichts. Es war ein durchschnittliches Bundesligaspiel. Nicht ganz schwach, aber auch richtig vom Hocker reißend war es nicht. Zweiter Durchgang. Frankfurt machte es weiterhin durchaus gut auf des Gegners Platz. Lindström kommt nicht durch gegen Elvedi, bleibt aber im Ballbesitz. Und Kolomouani in der 55. Minute verpasst das 0:1, die stärkste Phase jetzt von Frankfurt. Nach der Pause nutzte die Eintracht aber nicht zum Führungstreffer. Dann wieder Gladbach. Thuram bekommt den Ball noch einmal serviert
und macht in der 65. Minute das 1:0. Trapp kommt raus, erwischt den Ball aber nicht, dann ist das Tor offen und Thüram ist Nutznießer. 20 Minuten noch zu spielen. Kolo Muani auf Lindström. 1:1. Denkst du, die Fahne ging hoch, der Treffer zählte nicht. Und wir sehen, wie knapp das war. Extrem unglücklich für die Gäste. Kolo Muani legt den Ball nochmal quer. Elvedi um wenige Millimeter weiter vom Tor entfernt. Das ist höchst unglücklich. Frankfurt machte hier wirklich kein schlechtes Spiel, aber war glücklos in den entscheidenden Momenten und Gladbach schlug dann eiskalt zu. 75. Minute, 2:0, satter Schuss von Alassane Player. Die Entscheidung in diesem Spiel, davon konnte sich die Frankfurter Eintracht nicht mehr erholen und die Fohlen-Elf zieht als Sieger vom Platz. Die Hertha empfängt den FC Schalke 04 am Sonntag. Bei den Gastgebern hat man sich so langsam eingegroovt. Trotz der knappen Niederlage bei Leipzig war man positiv gestimmt. Der FC Schalke 04 muss langsam mal in den Tritt kommen. Und in der 10. Minute bewiesen sie durch Dominik Drexler, dass es vielleicht auch ein Stück weit an der Trainerposition gelegen haben mag. Frank Kramer ja nicht mehr in Amt und Würden nach der Doppelniederlage gegen Hoffenheim im Pokal, was ja richtig deftig, konnte er nicht mehr weitermachen. Nun führten sie 1:0. Drexler sowieso Topscorer bei den Königsblauen. Sunjic hat hier auf der Gegenseite die Chance zum Ausgleich, verpasste diese aber noch vor dem Seitenwechsel. Springen wir in Durchgang 2. Hertha hatte so seine Probleme mit der Herangehensweise von Schalke. Kraus mit der hohen Balleroberung sieht Kral, der legt nochmal quer. Mojezo, Bülter, 60. Minute, 0:2. Schnell gespielt, etwas zu schnell für die Herthaner Defensive. Und Christensen aus der Distanz auch chancenlos, ist ihm kein Vorwurf zu machen. Hertha lief die Zeit davon, 2 Tore Rückstand, das war schon extrem ärgerlich und nach vorne fehlten dann hier und da in den letzten Situationen auch die entscheidenden Zentimeter. Toussaint, der dreht sich fast noch rein, aber geht knapp am Pfosten vorbei. Es sollte einfach nicht sein. Die Hertha verliert tatsächlich mit 0:2, das ist ein schwerer Rückschlag. Schalke zeigte sich effizient und holt in Spiel 1 nach Frank Kramer tatsächlich mal wieder 3 Punkte. Jo, das soll es mit der Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und adios.